Hallo allerseits, jetzt mal etwas anders. Ich habe heute Nachmittag ja einen Livestream über Facebook rausgegeben. Das hat nicht so richtig funktioniert, war mein Fehler. Ich habe jetzt aber die Technik genutzt, um einen etwas anderen Weg einzuschlagen und spiele euch nachher den Link hier zu diesem kleinen Beitrag einfach rein auf Facebook. Ich muss mal schauen, wie ich das in Zukunft mache. Ich werde das wahrscheinlich mixen. Manchmal auf Facebook live, manchmal auf YouTube live, manchmal hier direkt in diesem System live und werde dann dementsprechend vorher Bescheid sagen. Es ging grundsätzlich oder geht nach wie vor grundsätzlich um das Thema bei mir drastische Änderungen in meinem Leben. Heute Nachmittag habe ich ja kurz oder naja, doch etwas ausführlicher, als ich eigentlich wollte. Ich bin mal wieder ins Reden reingekommen. Kurz erzählt, worum es im Groben geht. Leider hat die Live-Übertragung dann gestoppt, was ich nicht rechtzeitig gemerkt habe. Dementsprechend jetzt nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Also mein Leben ändert sich drastisch, hat sich bereits drastisch geändert, wird sich auch weiterhin drastisch ändern. Drei Bereiche. Das Allerwichtigste für mich ist und bleibt mein Glaube. Das war schon immer so. Ist zwischendurch stark in Frage gestellt worden, ist aber so geblieben. Hat sich geändert, aber wird und bleibt definitiv der für mich wichtigste Punkt. Zweitens meine Selbstständigkeit, die ich ausbaue, die ich vom System her ändere. Und drittens mein komplettes persönliches Umfeld. Auch da wird sich radikal einiges ändern. Zum Beispiel habe ich vor, in Richtung Minimalismus zu gehen, also alles bei mir loswerden, was ich nicht definitiv brauche. Das betrifft Gegenstände, das betrifft auch Angewohnheiten, also im Grunde genommen Dinge, die ich tue, weil ich sie aus Gewohnheit tue und nicht aus Überzeugung. Es betrifft auch Personen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie genauso wenig etwas davon haben, wenn ich in ihrem Leben bin, wie diese Personen der Meinung sind, dass sie etwas davon haben, wenn ich in ihrem Leben bin. Also dementsprechend wird sich das auch ändern. Ja, also das sind die großen Punkte. Was ändert sich jetzt konkret? Ich fange mal am besten an bei der Selbstständigkeit. Das ist überschaubar und ich denke, das kann jeder von euch dann auch konkret nachvollziehen. Ich bin 2013 ja in die Selbstständigkeit gegangen mit tierparkinfo.de, mit meinem Online-Magazin für Zoos und Tierparks. Ziel war es natürlich, damit Geld zu verdienen. Da habe ich immer noch nicht den richtigen Dreh herausgefunden und ich versuche das jetzt auf mehrere Füße und Beine zu verteilen, indem ich eben die Community mehr aktiviere. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich habe da unter anderem ein Projekt bei Study mit gestartet. Und ich denke, da hat jeder was davon, zumindest jeder, der für Zoos und Tierparks sich begeistern kann. Da geht es nämlich darum, die Community von Zoo- und Tierpark-Fans zu stärken und tierparkinfo.de mit großen Schritten vorwärts zu bringen. Ich habe nämlich vor, tatsächlich mit tierparkinfo.de ins Radio zu kommen, auf die Kinoleinwand zu kommen. Das kann ich nicht alleine hinbekommen. Dafür fehlen mir ein paar Finanzen, aber gemeinsam sind wir stärker. Also jeder, der in diesem Bereich unterwegs ist, bitte mal auf mein Study-Projekt schauen. Das ist definitiv dann etwas, was euch dann auch interessieren wird. Das nächste, worum es dann außerdem geht bei meiner Selbstständigkeit, ist mein zweites Standbein. Das habe ich ja dann im letzten Jahr herausgezogen. Da ging es dann ja auch darum, dass ich gesagt habe, mein Portfolio ist so groß, dass im Grunde genommen meine Kunden Schwierigkeiten haben, so ein bisschen richtig zu erkennen und festzustellen, wer oder was bin ich genau und was biete ich überhaupt alles an. Es ist ja auch eine ganze Menge, was ich im Portfolio habe, einfach aufgrund der Berufserfahrung, die ich mitbringe. Das ist, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel von dem weitergebe, was ich an Wissen angesammelt habe, auch aus der praktischen Erfahrung heraus. Nun gut, das ist etwas, was ich dann auch gemerkt habe. Und ich habe dann festgestellt, dass ich da doch einiges auch trennen muss und habe dann eben eine komplett neue Firma aufgebaut und die läuft jetzt seit März letzten Jahres, März 2016. Und in der Tat, damit habe ich auch nach diesem einen Jahr auch schon erste leichte Gewinne erzielt, worüber ich sehr begeistert bin
Und ich habe mich hinterher auch geärgert, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Seit meiner Kindheit kriege ich von allen Seiten zu hören, du erzählst immer so gut und du kannst immer so gut erklären, warum wirst du nicht Lehrerin? Es gab immer so drei Richtungen, die mir immer vorgeschlagen wurden. Es wurde mir immer gesagt, werde doch Lehrerin. Zweiter Vorschlag war, werde doch Pastorin. Dritter Vorschlag war, werde doch Tierärztin. Und ich habe immer gesagt, für mich, alle drei Berufe fand ich faszinierend, aber für alle drei Berufe habe ich mich jetzt noch nicht so prädestiniert gesehen. Tierärztin habe ich immer gesagt, oder Tierpfleger, beides wäre eine Möglichkeit gewesen, habe ich gesagt, kann ich nicht. Dazu gehören Entscheidungen, wie eben auch die Entscheidung, Tiere einzuschläfern. Dazu stehe ich zu nah am Wasser, wenn es darum geht, mit anderen mitzufühlen, bekomme ich nicht auf die Reihe. Pastor oder Pastorin in meinem Fall, genau das gleiche Thema. Ich nehme zu viele Dinge mit nach Hause und ich stehe auf dem Standpunkt, der eine trage des anderen Last. Bedeutet, dass ich mich dann eben nicht abwende und nach Feierabend sage, so, das war jetzt mein Dienst und ich gehe jetzt nach Hause, sondern diese Dinge dann eben mich weiter beschäftigen würden. Also auch das war für mich keine Option auf lange Sicht. Dritte Möglichkeit, Lehrerin. Hatte ich nie auf der Platte, Lehrer für Erwachsene zu werden, also Coach, was ich ja inzwischen mache. Ich habe dann immer an Kinder gedacht. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, ich kann ganz gut mit Kindern. Kinder lieben mich, aber ich habe trotzdem nicht die Geduld. Weil ganz viele Sachen, die mich schon bei Erwachsenen aufregen, regen mich bei Kindern dann noch mehr auf. Schlechtes Benehmen beispielsweise. Habe ich einige Beispiele. Ich habe auch wunderbare Gegenbeispiele. Also es gibt Hoffnung für die nächste Generation, für die nächsten Generationen. Es gibt sehr gut erzogene Kinder wieder in Deutschland. Auch sehr gut erzogene Jugendliche. Sei mal darauf hingewiesen. Aber irgendwie, für mich war immer klar, ich mache mich selbstständig. Es war auch für mich immer klar, es geht in eine Richtung Selbstständigkeit mit Social Media. Und jetzt habe ich dann eben festgestellt, Selbstständigkeit, tierparkinfo.de, wo ich dann eben auch aus meinem Erfahrungsschatz in Richtung Zoo, Tierpark berichten kann, aus der Tourismusbranche, ist definitiv mein Ding. Zusätzlich noch unterrichten in Richtung Social Media, was ich mir nun die letzten zwei Jahrzehnte in Eigenarbeit alles angeeignet habe, von Facebook über YouTube, über Google+, über Pinterest, Instagram, EduDip, Webinare, Podcasts, Videoerstellung, im Grunde genommen alles. Querbeet, Grafiken, Canva, Gimp. Das habe ich mir alles doing yourself beigebracht, beziehungsweise ist dann so gemacht, dass ich während meiner Zeit in der Tourismusbranche 6-Tage-Woche inklusive Sonn- und Feiertagen gearbeitet, von morgens um 8.30 Uhr bis abends dann um 17 Uhr. Offiziell, in der Regel war es dann länger, freiwillig, möchte ich betonen. Und dann eben nachmittags oder besser gesagt dann im Anschluss entweder an den Abenden nochmal eben kurz ab zur VHS und da Schulbank gedrückt und die nächsten Kurse noch angeeignet oder aber eben in der sogenannten Winterpause, wenn man dann nach der Saison entlassen wurde, dann haben alle anderen die Beine hochgelegt und ich habe mich dann hingesetzt und habe dann in der Woche so an 3-4 Tagen mindestens einen Kurs mitbelegt, um einfach mich weiterzubilden in diesen Bereichen. Da haben mich auch alle für bekloppt erklärt, aber es war mein Ding und es ist immer noch mein Ding, selber zu lernen und auch mein Wissen dann wieder an weitere weiterzugeben, an andere weiterzureichen. Das ist also Coaching, das mache ich jetzt seit letztem Jahr und da gibt es jetzt eine Änderung auch und zwar werde ich jetzt mein eigentliches Coaching begrenzen. Das bedeutet, erstmal für meine Stammkunden ändert sich nichts, ihr bleibt nach wie vor am Ball, ihr bekommt auch nach wie vor den gleichen Service wie immer. Allerdings werde ich in diesem Jahr, also in 2017, nur noch maximal 3 Neukunden für den Coaching-Bereich annehmen. Mehr funktioniert bei mir zeitlich nicht, denn ich baue momentan kräftig an meiner Online-Akademie. Das ist ein Bereich, in dem ich ja im Grunde genommen mein Wissen nicht nur an eine Person jeweils weitergebe, sondern in dem ich mein Wissen in Form von Webinaren und in Form von Online-Kursen, die vorher von mir aufgenommen worden sind, zu verschiedenen Themen, meinen Akademiemitgliedern anbiete. Also ihr könnt jetzt schon bei mir im Shop mal reinschauen unter tierisch-erfolgreich-mit-social-media.de, einfach die Abkürzung ins Internet eingeben, T-E-M-S-O-C-I-A-L,
www.sm.de. Da werdet ihr umgeleitet auf meine Haupt-URL. Und da dann im Wissensshop mal schauen. Da sind also schon einige Kurse mit dabei. Da wird auch so einiges anderes schon angeboten, was ich an Arbeiten für euch übernehme normalerweise. Und eben zusätzlich jetzt auch die Akademie, die jetzt im Soft-Opening-Verfahren seit Juli läuft. Das alles nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und deswegen werde ich mich darauf konzentrieren, denn dadurch erreiche ich weitaus mehr Menschen. Also das ist der eine große Punkt oder besser gesagt die zwei großen Punkte in Sachen Selbstständigkeit, die sich bei mir ändern. Zum einen tierparkinfo.de mit dem Projekt Study, mit dem Ziel, dass es auf mehr Schultern verteilt wird und dadurch schlagkräftiger wird. Und zum anderen mit meiner Online-Akademie, dass die eben aufgebaut wird, dass eben solche Dinge wie im letzten Jahr nach meinem Unfall, wo dann bei mir alles zusammenbrach mit meinem Einkommen und allem drum und dran und ich wirklich ganz tief unten gelandet bin, was die Finanzen anging, dass sowas eben nicht nochmal vorkommt, sondern im Grunde genommen, selbst wenn ich mir das Bein breche und 5 Wochen irgendwo mit hochgehängtem Knie irgendwo in der Klinik mich aufhalten muss, dass dann trotzdem alles ganz normal weiterläuft und auch meine Kunden auf mein Wissen trotzdem zurückgreifen können, auch wenn ich dann persönlich dann durchaus auch mal dann nicht erreichbar sein kann. Also das ist der Hintergrund dafür. Nächste Änderung ist der Bereich mit meinem persönlichen Umfeld, alles rausschmeißen. Das meine ich wirklich wörtlich. Ich habe das Gefühl, ich werde so erschlagen. Einige von euch kennen mich ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte. Der eine oder andere von euch kennt mich auch schon seit meiner frühesten Kindheit und weiß dementsprechend, was bei mir so alles passiert ist. Also an anderer Stelle mehr, das kommt dann in einem meiner Vlogs. Wichtig ist für mich, dass ich hier jetzt Gegenstände loswerde. Ich möchte 2 Dinge dadurch erreichen. Zum einen habe ich nach dem Tod meines Erzeugers, Knall auf Fall, mit meiner Oma zusammen die Wohnung verlassen müssen, stand dann sozusagen bei Punkt Null und habe alles anschaffen müssen. Habe zu der damaligen Zeit 40.000 Euro Schulden aufgebaut. Schwupps, waren sie da. Die habe ich dann wieder abgebaut, war dann runter auf 1,6, hat ein paar Jährchen, in dem Fall waren es, lasst mich überlegen, es waren 6 Jahre. Ich habe 6 Jahre dafür gebraucht, um diese 40.000 Euro runterzuknallen. Fragt mich nicht wie, aber ich habe sie runtergeknallt. 6 Jahre für knapp 40.000 Euro. Dann war ich bei knapp 1,6. Das war also mein Dispo im Grunde genommen, den ich dann nur noch abarbeiten musste. Dann begann die Pflegezeit mit meiner Oma. Und jeder, der selber pflegt, weiß, dass das Geld von den Pflegeämtern nicht reicht. Ich bin dann zum Sozialamt gegangen, da hieß es dann, Hartz IV würde nichts bringen, denn das Pflegegeld würde angerechnet werden. Inzwischen weiß ich, dass das eine Fehlauskunft war. Darauf habe ich mich damals verlassen und habe dann eben kein Hartz IV beantragt. Es ist leider so, dass die Behörden damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals wussten sie noch nicht, dass das nicht mit angerechnet wird. Egal, ich habe dann also alles, was bei mir greifbar war, sprich sämtliche Versicherungen und Aktien und Bausparverträge, die ich in der Zwischenzeit alle nebenbei wieder aufgebaut hatte, nochmal alle verkauft und habe wieder mächtig Schulden gemacht. Dann kam die Beerdigung hinzu, dann kam bei mir auch der Wunsch, mich irgendwo komplett zu verändern, dann kam Depressionen dazu, dann kam alles Mögliche dazu. Dann kam ein tiefes, tiefes, tiefes Loch. Und während selbst auch noch in diesem Loch habe ich dann mich hinausgekämpft, wie ich dann eben so bin, ihr kennt mich dann, und habe weitergekämpft und bin jetzt eigentlich auch auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz, ich habe nach wie vor eine Menge Schulden, die ich jetzt loswerden möchte, die ich jetzt auch loswerden muss, weil ich so langsam aber sicher am Rad drehe. Ich bin jetzt ganz radikal. Das heißt für mich, dass ich alles, was in meinem Haushalt nicht niet- und nagelfest ist, angefangen von der Briefmarke über Möbel, über Geschirr, Porzellan, über Vasen, über Schränke, über Bilder, über Jalousien, alles, wirklich alles kommt unter den Hammer. Ich brauche Luft.
Ich brauche einen Neuanfang und zwar auch mit meiner Wohnung. Und ich bin gerade in so einer richtig radikalen Stimmung und das passt dann alles so schön zusammen. Deswegen werde ich eben auch alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Also werde ich dementsprechend, oder besser gesagt, habe ich bereits eine, wie das bei mir immer so üblich ist, eine Fanpage eröffnet. Das heißt, ich baue sie gerade auf und das Ganze startet dann nächste Woche. Ziel des Ganzen ist, ich möchte im Grunde genommen haben, das Sofa, auf dem ich sitze, alles, was ich an Arbeitsgerät brauche, ein Tisch, ein paar Stühle, Geschirr für zwei Personen, mehr brauche ich nicht, falls mal jemand zu Besuch kommen sollte. Und ansonsten kann alles weg. Naja, meine Bücher möchte ich noch behalten und ein bisschen in Sachen so Dekokram, gerade Weihnachten. Ich sag nochmal, wer mich kennt, der weiß, Weihnachten ist bei mir immer der Bär los. Da hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen irgendwo im Winter Wonderland und das bleibt natürlich auch so. Aber alles andere soll erstmal weg. Und da möchte ich im Grunde genommen, am liebsten wäre mir in so einem fast leeren Raum zu sitzen, in dem wirklich meine Stimme halt. Und wenn ich das geschafft habe, dann möchte ich nur noch Möbel haben, die ja im Grunde genommen aus Steckregalen bestehen. Das ist jetzt wirklich mein Ernst. Ich möchte mich nur noch mit Schwerlast-Steckregalen ab- und umgeben. Einfach aus dem Grunde, weil die so schön flexibel sind. Die kann ich als Werkbank benutzen, um meine Bastelarbeiten, um meine Malarbeiten und um meine Handwerksarbeiten zu erledigen. Die kann ich als Esstisch benutzen, die kann ich, falls mal eine Party bei mir steigen sollte, nutzen für Buffet. Die kann ich für so viel nutzen und deswegen werde ich genau das machen. Aber bevor ich das reinbekomme, muss erstmal alles raus. Und dementsprechend werde ich also ab nächster Woche anfangen mit dieser Fanpage und werde das hier auch wieder live nutzen und dann auch in Richtung Vlog gehen. Und dementsprechend immer euch alles vorstellen, in der Hoffnung, dass ihr das eine oder andere mehr braucht, als ich es im Moment brauche. Und dass ihr das gerne übernehmt. Ich freue mich, wenn ihr euch das gönnt oder einem Freund, einer Freundin eventuell weiterschenken wollt. Freue ich mich drüber. Also keine Hemmungen, legt los. Ich denke da so an die ganzen amerikanischen Serien, in denen man das immer so schön sieht. Wenn jemand so eine Auktion startet, dass dann die Freunde und Bekannten dann auftauchen und sich diese Sachen dann wirklich auch nehmen, damit es nicht in irgendwelche Hände gerät, in denen sie das nicht sehen wollen. Also dementsprechend, ich freue mich darüber, wenn ihr euch da beteiligt. Vlog war jetzt gerade so ein Stichwort, was ich genannt habe. Das ist auch die nächste Veränderung. Ich werde jetzt sehr viel öfter online sein. Und zwar wirklich auf allen Kanälen. Einmal auf Facebook, dann auf YouTube, dann hier über dieses System. Ihr werdet immer die Möglichkeit haben, mich irgendwo zu sehen. Müsst ihr nicht, ihr müsst ja nicht einschalten, aber ich freue mich, wenn ihr dabei seid und auf diese Art und Weise mal mit mir in Kontakt bleibt. Denn der ein oder andere von euch, der reagiert auf gar nichts mehr. Das finde ich sehr schade. Vielleicht ändert sich das dann ja mal wieder. Würde mich auch freuen. Nächstes Thema, mein Glaube. Das ist ja etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt. Das hat mich schon immer beschäftigt. Deswegen wurde ich auch immer als Freak tätowiert. Tätowiert. Das war schon in der Grundschule so. Das hat sich in der Schule, selbst auf dem Gymnasium, hat sich das herauskristallisiert. Ich erinnere mich da noch sehr gut an eine Szene, fand ich auch ganz klasse. Deutschunterricht, Frage gestellt vom Lehrer. Ich mich ganz normal auf diese Frage hin gemeldet. Er mir dann zu mir kam. Das hat aber nichts mit Gott zu tun. Wurde ich gar nicht drauf raus, aber habe ich ihm dann auch gesagt, wollte ich jetzt gar nicht drauf raus, aber zu Ihrer Information, alles hat mit Gott zu tun. Angefangen von Ihnen in Ihrer Person bis zum Schreibtisch, bis zum Kaugummi unterm Schreibtisch. Alles ist irgendwie von Gott durchdrungen, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Und das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Dann habe ich die normale Antwort gegeben. Also ich hatte diesen Stempel des Religionsfreaks irgendwie schon immer auf der Stirn. Irgendwie hat mir das hier einer aufgetackert, keine Ahnung. Und irgendwie verstehe ich das auch nicht so richtig. Nur weil jemand zu seinem Glauben steht, heißt das ja noch lange nicht, dass ich hier durch die Gegend renne und versuche, andere irgendwie zu missionieren. Dem ist nicht so. Jedem sein eigener Glaube und mir bitte meiner. Das ist einfach so. Ja, mein Glaube ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, was in einigen, was so ehrlich gesagt ziemlich in Frage gestellt wurde und auch, ja, ich würde mal sagen, ich habe
nicht nur eine Glaubenskrise, sondern wirklich eine Glaubensnot erlebt und erlebe sie teilweise immer noch. Das Ganze durch die Landeskirche Hannover, was ich mit einem gewissen Schock zur Kenntnis nahm und immer noch nehme. Inzwischen sehe ich es ein bisschen mit Abstand. Inzwischen sage ich einfach, diese Kirche hat sich entschieden, Personen in die Leitung zu wählen, die sich selbst nicht mehr als Seelsorger betrachten, sondern irgendwie als Verwalter von Gegenständen und als Verwalter von irgendwelchen Vorschriften sehen, die aber vergessen, dass es um Menschen geht und vor allen Dingen, um welche Aufgabe es sich bei ihnen handelt, nämlich um die Aufgabe, sich um die Seelen der Menschen zu kümmern. Das hat mich fertig gemacht. Also ich, da komme ich auch nicht so leicht drüber weg. Und ich habe mich jetzt lange damit rumgequält, wieso das so ist und vor allen Dingen, wie ich damit umgehen kann. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich für mich persönlich das nicht so stehen lassen kann. Ich habe mal für meine Konfirmation, ich habe mich nicht einfach so entschieden, ich lasse mich mal konfirmieren und werde mir ein paar Geschenke einsacken. Im Gegenteil, das war ein echter Kampf. Ich hätte auch beinahe auf meine Konfirmation verzichtet, aus Glaubensgründen, aus Überzeugung. Kurze Geschichte dazu. Es ist damals so gewesen, dass ich schon als Kleinkind immer in die Kirche gegangen bin. Und zwar sowohl in die evangelische als auch in die katholische. Mein Pastor das also auch wusste, dass ich mich mit meinem Glauben durchaus auch beschäftige, schon damals. Und dann hieß es während der Konfirmation, wir müssen so und so oft in die Kirche und dann kriegen wir einen Stempel und nur wer so und so viele Stempel hat, darf konfirmiert werden. Nun war ich aber in der Zeit nicht immer in der Kirche, weil ich gehe in die Kirche dann, wenn ich das Bedürfnis habe, in die Kirche zu gehen und nicht, weil irgendjemand es von mir erwartet. Das habe ich dann auch meinem Pastoren mitgeteilt. Dann ging es im Grunde genommen darum, dass ich dann nicht konfirmiert werden könnte. Und ich habe dann gesagt, na gut, dann eben nicht. Dann werde ich eben erst nächstes Jahr konfirmiert. Dann ist das eben so. Das ist dann aber auch für mich kein Drama. Ich lasse mich ja nicht konfirmieren, nur weil irgendwie es hat für mich religiöse Gründe und hat für mich nichts mit Stempeln irgendwo auf irgendeinem Blatt Papier zu tun. Mein Pastor hat dann eingelenkt. Fand ich gut. Wenn es anders gewesen wäre, wäre ich in diesem Jahr eben nicht konfirmiert worden. Also das ist für mich einfach eine Frage. Ich habe da eine bestimmte Haltung zu meiner Kirche und zu meinem Glauben und davon weiche ich auch nicht ab. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Glauben in der Kirche immer weniger eine Rolle spielt. Dass immer mehr darum geht, dass bestimmte Machtstrukturen erhalten werden müssen. Und dass ganz viele Pastoren und Pastorinnen inzwischen aufgegeben haben. Dass sie einfach nicht mehr damit irgendwie kritisch umgehen können, sondern das hinnehmen, dass das eben so ist. Das finde ich unglaublich. Es gibt Widerstand auch aus den Reihen der Pastorinnen und Pastoren. Finde ich gut. Kommt spät, aber ich finde es toll, dass es jetzt kommt. Aber es ist immer noch so ein bisschen isoliert. Es ist alles so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen hochgeschraubt. Man muss sich schon sehr für Kirche interessieren und auch schon ein bisschen in die Terminologie hineingelesen haben, um zu verstehen, worüber Pastoren untereinander sprechen. Und ich möchte das Ganze einfach mal so aus Laiensicht darstellen. Und deswegen habe ich jetzt auch eine andere Webseite mit eröffnet. Die habe ich jetzt schon seit einer ganzen Weile, die URL, und baue seit einer ganzen Weile auch dort an dieser Webseite im Offline-Bereich. Also bin dabei, alles zu bestücken mit Texten und Co., aber eben im Hintergrund. Es ist noch nicht zu sehen. Diese Webseite heißt Glaubensnot durch Kirchenpolitik und die geht auch im Oktober online. Ich vermute mal, dass ich mir das zu meinem 15. Oktober gönne, zu meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag muss ich mir immer irgendetwas Schönes gönnen. Und das wird es wahrscheinlich sein, dass ich mir das gönne, dass ich das dann launche. Dann wird es auch mal darum gehen, wieso beispielsweise ich der Meinung bin, dass unser Landesbischof eine Fehlbesetzung ist.
dass er also definitiv abgewählt werden sollte, wenn er schon nicht den Anstand hat, zurückzutreten, wenn er denn seinen Job nicht so liebt und eher was anderes machen möchte. Es gibt genug Verwaltungsberufe, kann er ja gerne rein. Und ich bin auch der Auffassung, dass auch in Bad Fallingbostel vielleicht mal noch geklärt werden sollte, wieso der Kirchenvorstand so an seinem Posten hängt, wieso der Superintendent seine Hand darüber hält, welche Verbindungen es da gibt zwischen Superintendentur und einigen Kirchenvorstandsmitgliedern und wieso ich der Auffassung bin, dass solche Sprüche wie jeder, der den Kirchenvorstand kritisiert und gegen die Entscheidungen des Kirchenvorstandes ist, undemokratisch sei, dass das der größte Blödsinn ist, den ich jemals gehört habe. Aber vielleicht liegt es auch an meinem Verständnis von Demokratie. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass derjenige, der gewählt wird, selbstverständlich von den Wählern weiterhin beobachtet wird. Wäre schön gewesen, wenn wir das zu anderen Zeiten alle gemacht hätten. Hätte uns gerade in Deutschland sehr viel Leid erspart. Und im 21. Jahrhundert zu sagen, wer demokratisch gewählte Vertreter nicht kritisiert, also nicht dass man die nicht kritisieren dürfe, der hat irgendwie zwei Weltkriege und zwei Diktaturen in Deutschland komplett ausgeblendet. Das ist auch eine Leistung. Naja, auf jeden Fall diese Glaubensnot durch kirchenpolitik.de wird im Oktober online gehen. Da werde ich einiges auch aufklären. Ich möchte von vornherein klarstellen, mir geht es nicht, eindeutig nicht um irgendeine Abrechnung mit irgendwem, sondern mir geht es um was ganz anderes. Das ist nämlich der Punkt, mir geht es darum, dass wir etwas ändern müssen. Und wenn wir solche Dinge totschweigen und so tun, als wenn es, wenn alles gut ist und ist ja alles vergessen, ist ja schon so lange her, dann werden die Fehler immer wiederholt. Da ist Bad Fallingbostel das beste aller Beispiele. Da ist ein Pastorenwechsel phänomenal. Phänomenal. Also es ist 2013, 2014, 2016, sagen jetzt mal nur so drei Jahreszahlen genannt, mit drei Pastorenschicksalen. Aber nun ja, das ist halt Bad Fallingbostel. Dementsprechend sollte man einfach mal überlegen, ob bestimmte Strukturen in der Kirche nicht hinterfragt werden sollten. Denn das, was wir erlebt haben, was ich erlebt habe und nach wie vor erlebe, erleben ja auch ganz viele andere Christen in vielen anderen Gemeinden. Und denen möchte ich Mut machen zu sagen, es kann auch anders gehen. Und man kann sich auch anders miteinander verständigen. Und vor allen Dingen, man kann auch was ändern, was verbessern. Man muss nicht immer an den alten Strukturen festhalten. Gut, das war also Glaubensnot durch Kirchenpolitik und Vlog. Also Vlog, sprich Videoblog, ist die Abkürzung dafür, sind die Mittel der Stunde für mich und damit werde ich auch immer weiter arbeiten. Das ist jetzt eine Zusammenfassung gewesen. Ich denke, ihr seid jetzt im Bilde und von nun an geht's weiter. Ich werde mich jetzt regelmäßiger bei euch melden, in allen Bereichen, einfach per Video, geht schneller, als wenn ich das Ganze dann schriftlich verfasse, ihr es dann durchlest, was viele von euch leider nicht mehr tun, habe ich festgestellt. Lesen ist anscheinend eine Kunst, die im Aussterben begriffen ist, aber vielleicht können wir ja auch das ändern. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und wir hören uns demnächst. Bis dann, macht's gut.